Ach, Alter. Durchgezerge, echt? Was anderes ist das jetzt hier gerade gar nicht. Und so viel dazu von wegen, ja, hier komm, bloß nicht sterben und so. Sterben ist was für Noobs. Ja, also, ernsthaft. Das ist jetzt hier, das gehört zum guten Ton, hier zu sterben anscheinend. Ja, geil. Gleich mal noch eine abgekommen hier. Komm, geh mal bitte auf den Köder. Ey, guter Herr. Bist du auf dem Köder? Nein, ja, jetzt siehst du hier wieder gar nichts. Vortrefflich, ja, vortrefflich. Wieso können wir die denn dann nicht töten? Kurz vor Ende. Kurz bevor sie die Engelchen sehen, ja? Wieso kriegen die ihn da nochmal auf ihren so einen Schub? Ja, genau. Bleib auf unserem Köder und dann ist Köder ist König. So. Ach ja. So, nicht mehr lange, Freunde. Nicht mehr lange, da haben wir's. Da haben wir's. Wir sind bald da. Wir sind bald da. Herakles Bogen, der, ja, der führt uns zum Sieg gegen die böse, böse Brut. Und das tut er gut. Hoffe ich. So, komm, ich gehe jetzt nochmal auf den Flinkbogen hier. So, Spaß haben wir. Ja, also wenn ich jetzt ruhiger bin, dann ist das wirklich, weil ich mich konzentrieren muss, damit ich hier nicht noch 300 Mal sterbe auf den nächsten 12 Metern. Boah, ja, hier musst du einfach nur rinhalten in die ganze Scheiße, damit das endlich mal ein Ende findet. Bei diesen Dragonern. Also bei den Dragonern Angriffsgeschwindigkeit, Angriffsgeschwindigkeit, Angriffsgeschwindigkeit. Das ist das Wichtigste. Du musst denen zuvorkommen. So, und da ist wieder so Magier. Geil. Ja. Solange wie du denen zuvorkommst. Und das ist halt auch so ein Vorteil, glaube ich, von dem Gift, ja, weil wir haben ja auf unserem Gift so eine Verwirrungseffekt drauf. Sobald wir irgendwo es schaffen, schneller als der Typ da zu sein, da können wir das einfach zu unserem Vorteil nutzen. Weil sobald er verwirrt ist, trifft er uns erstens nicht so wirklich und der macht ganz andere Aktionen. Also der wandert dann halt mal umher, sagt dann, oh, hey, wie geht's denn dir so? Oh, hast du gestern das Spiel gesehen? Also er kümmert sich gar nicht darum, was er eigentlich machen sollte, uns töten, sondern der macht einfach alles andere. Und das ist halt echt das, was sehr vorteilhaft ist für uns. What the fuck? Also okay, Angriffsgeschwindigkeit ist dann wahrscheinlich wirklich das Geilste, worauf man gehen sollte. Also hier prozentualer Schaden ist natürlich schön und gut, aber wenn man natürlich die Wahl hätte zwischen Angriffsgeschwindigkeit und prozentualer Schaden, ich glaube Angriffsgeschwindigkeit, wenn man nicht gerade irgendwo ein Cap hat, dann sollte man echt sich immer für die Angriffsgeschwindigkeit entscheiden.
Erst recht, wenn man dann noch sowas hat wie wird bei Angriff ausgeführt. Also mir fällt gerade mal ganz spontan so eine Sache ein, bei dem Schurken zum Beispiel, wenn man jetzt einen Nahkampfschurke hätte, ja, kalkulierter Schlag, jeder dritte kalkulierte Schlag ist halt ein perfekter Schlag, wo du dann nochmal 500% mehr Dings machst hier, Durchschlagschaden, ja, also wenn du dann hier eine DPS von 3528 hast, ja, und dann ungefähr pro Sekunde einfach mal 12 mal schlägst, ist natürlich easy peasy. Den hätten wir auch. So, jetzt da noch. Diese komischen Feen. So. Und ich bitte mir ein, wenn man hier halt ein bisschen flinker ist, dann kommt man hier auch ganz einfach durchgerannt. Und deswegen, so habe ich das zumindest früher gemacht. Ich weiß nicht, was ich da für eine Rüstung hatte oder was für Ringe oder sonst was. Was für Resistenzen, weil ich bin dann halt immer hier durchgerannt und musste dann halt nicht wirklich diese Feen töten. Aber ihr seht ja selber, wie anfällig wir auf Feuer sind, weil wir haben ja eine Strohunterhose und die brennt gern mal. Die reibt nicht nur, die brennt auch gern mal und es ist halt nicht so schön, wenn da einfach da mal ein bisschen Zunder in Berührung kommt. Komm hier, hau mal um. Hat der einen heißen Atem, Alter. Der muss hier irgend so eine Schlischote von Peperonien gegessen haben. Meine Güte hier. Meine Güte, meine Güte. So, da haben wir noch einen Gesundheitstrank. Den nehmen wir natürlich mit. Und dann sind wir auch gleich hier. Das ist das Portal zu dem großen, großen, bösen Telkin. Und wir wollen dann auch gleich einfach mal austesten, wie es aussieht, wenn wir jetzt einfach mal episch diesen Telkin bezwingen. Fast 22 Uhr. Geil. Dann würde ich nämlich in der nächsten Aufnahme ganz einfach mit dem Typhon beginnen, beziehungsweise auf dem Olymp beginnen. Dann machen wir jetzt ganz gemächlich hier unseren Telkin, den guten alten Freund, von nebenan. Gehen nochmal auf hier Karte Sichel. So, und hier... Also hier sind wir jetzt auch bei Typhon, das ist der gute alte Typhon und da sind auch drei Telkine, die den jetzt befreien wollen. Sehr schön und... Und da könnte man halt immer hier stehen, warte, hier genau, hier konnte man halt stehen bleiben, oder hier, war es hier? Also ihr seht ja schon, man kriegt den dort rein und dann könnte man halt hier auch noch das Auge drauf werfen und dann konnte man den von hier aus killen. Ist halt ein sehr schöner Glitch. Nur mal so am Rande. Okay, gehen wir nochmal mit dem Hörnchen los und... Huch! Da wurden wir einfach mal von so einem Deckenpfosten erwischt. Und das konnte ich dann halt immer umgehen, dass man dort von so einer komischen Säule getroffen wird. Aber ihr habt gesehen, wir haben schon den ersten Telkin bezwungen. Das war einfach zu famos. Wir hatten eine Angriffsgeschwindigkeit, also jetzt, ich bin jetzt auf den anderen Bogen. Wir haben eine Angriffsgeschwindigkeit von 191%. Und wenn ich dann halt unser Dings reinknalle, unseren Jagdruf, da sind wir bei 216%. Mir war es immer so, als ob man irgendwo ein Cap hätte von 200, von knapp 200%, also 199, um genau zu sein. Und das ist anscheinend nicht wirklich wahr. Und hier diese komischen Fuckviecher, die erstmal killen. Wie viel haben wir noch? Okay. Also den einen, den müssen wir auf jeden Fall... Nope, da kommen wir noch nicht ran. Ach, das ist doch schade. Das ist doch schade.
wir erstmal unser Lebensenergie wieder zurück erlangt. So. Und jetzt möchte ich mal austesten, wie anfällig die guten Herren hier. Ach, scheiße! Wie oft macht denn der diesen Kack-Move? Ach Mann, ey, legendär ist schon so eine Hausnummer, ja? Also, das kann natürlich auch an der Uhrzeit gerade liegen, ja? Weil ich bin eigentlich um, ja, wie soll ich sagen, 5 Uhr morgens aufgestanden. Und, ja, vielleicht schleicht sich jetzt einfach der Schlaf wieder ein. Ja, jetzt schiebe ich es einfach auf den Schlaf. Ach, Gnarf, ey. Und wenn wir jetzt so gleich noch Apollons Bogen da rausbekommen aus so einer Bubble, dann sage ich einfach mal, hey komm, dann machen wir nochmal die Taking Run mit Glitch. Aber nur dann. So. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Ach ja, aber ihr habt gesehen, das sind eigentlich die ganzen Moves, die er drauf hat. Also vom Movement her hat er eigentlich nur drauf Feuer werfen. Dann kommen diese komischen, also da sollte man nicht drinnen stehen, weil dann kommen diese Magma-Viecher raus, die halt, ja, dich dann auch noch angreifen. Also er beschwört Kreaturen. Dann macht er halt, bringt er die Decke zum Einsturz. Dann hat er diesen komischen Blitz und wenn die Decke eingestürzt ist, dann kann er halt diese Steine umherwerfen. Aber mehr hat er eigentlich auch nicht. Das ist eigentlich alles dann schon. Oh. So. Gut. Komm her. So. Nicht gierig werden, nicht gierig werden, nicht gierig werden. So. Und undurchdringlicher Helm, na super toll. Na gucke einer Schau. So. Ach, Kackies, Alter. Wie oft sind wir jetzt gestorben? 57 Mal. Geil. Fast die 60 erreicht. Ne. Haben wir leider nicht bekommen. Schade, aber auch. Hätte mich echt gefreut. Aber nun gut. Nun gut. Du hast keinen Platz mehr. Habe ich echt keinen Platz mehr? Schade. Dann gehen wir einfach mal hier rein. Und das Problem ist, wenn wir das Portal durchschreiten, dann kriegen wir nämlich hier gleich unseren neuen Portpunkt. Ja, also unser neuen Safe Point sozusagen. Und das wäre dann der untere Olymp in diesem Falle. So, und ja. Deswegen, man muss mindestens einmal auf Olymp gewesen sein, um hier ein vernünftige Dings-Session hinzukriegen. So eine Speedrun-Session. Damit man halt hier da nicht den Brunnen in der Misere hat. So, glücklicherweise muss man hier großteils nur nach oben kämpfen. Deswegen mache ich das jetzt einfach nochmal mit dran. So, dass ich halt 60 Mal gestorben bin. Für jeden Typhon einmal. Wenn es gut läuft. So. Go, go. Ach, wir haben den Standardbogen. Also ich habe jetzt, ich bin von Hekates Bogen runtergegangen, hier auf unseren grünen 0815 Bogen. Ja, ich habe mich schon gewundert.
wieso wir so schnell schießen, aber das hängt da ganz allein damit zusammen. So. So, jetzt kommen hier nochmal alle Gegnertypen dran, die wir so geliebt haben. Auf dem Weg bis hierher. So. Go, go. Zieh durch. Upp, 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 upp. So. Auf zu quietschen hier. Gib dem einfach ein Auge und dann passt es hier. So, geht doch. Und jetzt kommen hier gleich die Brüller, die Brüllaffen. Ah, noch nicht. Erstmal nach wie vor die Kleinen. So. Aber ich find's cool, ja, die kriegst du hier eigentlich relativ easy peasy weg. Ja, auch wenn wir noch nicht so gutes Equip haben. Ja, also okay, wir haben schon relativ gutes Equip, aber es geht natürlich nach wie vor besser. Aber guckt euch an hier, was wir hier an Schaden rausknallen. Ja. Ist ja schon ja, ganz passabel. So, und das Coole bei den Zyklopen unter anderem, ja, die kommen ja noch nicht mal mit ihren komischen Brüller bis an uns heran. Weil die verschätzen sich selber, wie weit das Ding reichen soll, ja. Und bevor die dann halt wirklich das Ding komplett ausgeführt haben, haben wir denen dann schon die Verwirrung reingeknallt und dann ist die Verwirrung groß. Und sie sterben einfach nur noch. Oh Gott, jetzt haben wir keinen Mana mehr. So. Jetzt hör auf zum Kichern, du Kichererbse. So. Ach Gott. Macht euch bereit zu sterben. Oh ja. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Das einzige wahrhafte Problem bei Typhon ist, gleich mal zur Erklärung, er macht so ein Stachelschild. Dieses Stachelschild symbolisiert einfach nur die Verwundbarkeit, dass wenn man ihn angreift, dass man selber Schaden frisst. Das ist natürlich für Nahkämpfer, ist es logisch, dann kommen die Stacheln raus. Wenn man halt jemanden schlägt, der Stacheln hat, macht man sich Schaden. So. Aber für die Fernkämpfer unter euch, müsst ihr wissen, wenn ihr Schaden zufügt, dann kriegt ihr trotzdem diesen Schaden dann 1:1 wieder zurückgeworfen und ihr fallt einfach nur um. So geht es mir zumindest und deswegen achtet einfach auf dieses Geräusch, auf dieses flutschige Geräusch. Ja, wenn ihr das hört, dann macht er gerade dieses Schild. So, jetzt müsst ihr einfach mal, und ich zähle dann immer so von 5 runter. Warte. Habt ihr das gehört? Ja, da habt ihr das gehört. So. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt klicken wir aufs Horn und wir gehen rein. Das war auch geil, wa? Also das wäre der erste gewesen. Ja. Das war der erste. So, jetzt machen wir es nochmal. Sei gegrüßt, fünf, mächtiger Held. 4, ich 3, bin Zeus, 2, König 1. Der Götter des Olymps. Wir sind dir ewig dankbar, dass du uns geholfen hast, Typhon aufzuhalten. So, da hätten wir es. Niemand hätte jemals gedacht, und so einfach kann man dann Typhon auch noch plätten. Tut mir leid, dass ich jetzt hier entgegensprechen muss, aber gleich kommt es jedes Mal nochmal. Auf die Knie. Sei gegrüßt, mächtiger Held. Sei gegrüßt, so, da haben wir's. Mächtiger Held. Ich bin Zeus, König der Götter des Olymps. Wir sind dir ewig dankbar, dass du uns geholfen hast, Typhon aufzuhalten. Niemand hätte jemals gedacht, dass ein Mensch einen Titanen besiegen könnte. Die epischen Helden sollten vor dir auf die Knie gehen. Und vielleicht tun sie das auch noch. Der Kanal zwischen unseren Reichen wurde zerstört.
Du hast bewiesen, dass die Menschen bereit sind, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Du hast keinen Platz. Deine Welt der Sterblichen ist noch nicht sicher. Und ihr müsst das jetzt selbst in die Hand nehmen. Geh, größter aller Helden. Es gibt noch viel zu tun. Ihr wisst gar nicht, wie schön ich diese Musik finde. Also das baut mich immer irgendwie so mental nochmal so richtig schön auf. Also ich finde dieses Lied echt sehr schön. Ja, aber da habt ihr das gesehen. Also so einfach kann man es machen. Und hier haben wir noch Leikunz knochigen Stab. So, ja, ich nehme jetzt hier einfach mal das ganze Zeug auf. Morpheus Traumnetz ist jetzt nicht so das, was wir brauchen, aber hier Leikunz knorriger Stab. Plus 20, also 118 bis 190 Blitzbasisschaden, Geschwindigkeit langsam, plus 20% Elementarschaden, 16 Schadenswiderstand, 70% Durchschlagswiderstand, plus 30 Intelligenz. Plus 55% Gesundheitsregeneration, plus 1,5 Energieregeneration pro Sekunde, plus 110 Verteidigungsqualität, 8% Wahrscheinlichkeiten, Angriffen auszuweichen. Und dann wären wir hier nämlich in dem normalen Modus durch. Und wir würden uns dann sogar bei der nächsten Aufnahme ganz einfach mal in dem schönen, tollen, neuen Rhodos befinden. Ja, also da wollen wir dann dort anfangen. Ich schreite jetzt hier einfach nochmal durch das Portal gleich mal. So. Geheimnisvolles Portal. Wollen Sie betreten? Aber selbstverständlich wollen wir das betreten. So. Genau. Und dann würden wir uns nämlich hier am morgigen Tag wiedersehen. Aber vorerst wollen wir noch was anderes kurz machen. Tal der Könige. Dann gehen wir da nochmal kurz einen Run machen. Gucken mal. Vielleicht finden wir durch irgendeinen doofen Zufall irgendein tolles Item wieder. Und halt, ihr habt gesehen, Telkine in Orient, dann Typhon und jetzt dann diesen Orient. Dann wurde man somit 9 Bubbles mit einem Run bekommen. Und je nachdem, wie eingespielt man ist, wie man seinen Charakter gerade so an die Leine nehmen kann, ja, kann man dann dementsprechend nochmal so richtig schön eben draufsetzen. Ja, von wegen, oh ja, hier, bam, kann ich nochmal durchhämmern. Ja, also je nachdem, ja, also wie gut man sich, wie perfekt man sich einstellt, dann rennt man hier einfach nur noch kreuz die quer durch. Man muss halt, ich glaube, man braucht viel Feuerresistenz, um dann dieses Ding hinzukriegen. Viel Feuerresistenz, würde ich mal so behaupten. Und dann halt auch eine sehr hohe Laufgeschwindigkeit, weil dann kann man sich sparen, den ganzen Scheiß alles platt zu machen. Dann läuft man einfach nur durch, so wie wir es hier gerade machen. Ich bin jetzt nach wie vor auf dem Bogen. Ich wollte euch dann auch mal zeigen, bevor wir dann in das Gefecht gegen die Telkine ziehen, wo sich unsere Angriffsgeschwindigkeit befindet. Moment, erstmal hier noch einen Heiltrank kurz rein. Und, warte, Angriffsgeschwindigkeit haben wir ja hier, 191%. Jetzt drücke ich mal auf die 1. 218%. Unsere DPS liegt bei 3800 noch irgendwas. Ihr habt gesehen, das war ja hier, lachhaft, möchte ich mal so sagen. Lachhaft. So. Und dann können wir jetzt hier auch noch mal ein bisschen... Ring der Seelen. Okay, jetzt haben wir noch Ring der Seelen bekommen. Sonst hier nichts weiter. Und Hephaistos Siegerring. Talisman der Prophezeiung. Babylonischer Kampfhelm? Nee. So, okay. Ring der Seelen. Und hier Hephaistos Siegerring. Also, was haben wir da? 10% Wahrscheinlichkeit für 118 Schadenswiderstand. 151 Feuerwiderstand. 105 Verbrennungsschaden für 3 Sekunden. Plus 72% Feuerschaden. 250 Leben. Plus 2 auf Schwefel. Und verleiht die Fähigkeit Hitzeschild. Gucken wir mal. Wie sieht denn so ein Hitzeschild aus? 6. Hitzeschild. Hui! So sieht ein Hitzeschild aus. Erzeugt bei einem Ziel ein schützendes Schild, der durch Feuer verursachten Schaden absorbiert. Boah, geil. Das kann man ja einfach mal nutzen, weil ich habe ja gesagt, wir brauchen ja hier irgendwas gegen Feuerschaden. So, und da kann man das ja einfach mal nutzen. Ring der Seelen. 104% Lebensentzugswiderstand, 92% Energieentzugswiderstand, 15 Wahrscheinlichkeit für eins der folgenden beiden.
entweder 117 bis 138 Lebensentzugsvergeltung für 3 Sekunden oder 120 bis 162 Energieentzugsvergeltung. Dann hat man nochmal plus 73% Lebensentzug, plus 58 Energieentzug, plus 40% Energieregeneration, plus 41 auf Verteidigungsqualität, plus 2 auf Geistersklave, plus 1 auf Geisterschutz. So, klingt ja schon mal ziemlich cool, ist aber jetzt eher nicht so für uns. Was haben wir hier noch? Eike, 42 Stärke, plus 10% Stärke, minus 20% Anforderung auf Stärke und ja, plus 2 auf Kampfwut. Ja, aber mein Inventar ist voll, Freunde, deswegen mache ich jetzt hier erstmal nicht weiter. Ja, wir sehen uns dann in Rhodos wieder, hoffe ich doch, am morgigen Tage. Und ich bedanke mich wieder recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ihr findet mich ja hier nach wie vor auf meinem Kanal. Und somit bis morgen, Freunde. Ciao, ciao, euer Meltas.